Marlon, was sagst du? Uff. Schwierig, ne? Ja, die Joker-Shorts. Ich bin auch so ein Clown, also vom Fach, ja. Also verdient haben es wirklich beide, ne? Julian, finde ich schon ganz steil. Also. Der ist schon eine Nummer, ne? Ist schon ich weine immer noch dem Emre hinterher. Also, das hinterher das tut mir total leid, ja. Schade. Aber also, so ist das im Turnier, ne? Ja. Man weiß sowas, also das ja. Leben, gerade Kampfsport, es ist immer alles möglich. Ist ja auch beim Grappling und, überall, ne? Ja. Hast du Verletzung, kannst dich weitermachen, und bist der Bessere. Und wie wir es gesagt haben, kochen alle nur mit Wasser. Ja. Und manchmal ist auch eine gehörige Portion Glück dabei, ne? Ja, so wie jetzt beim Nikolai, ne? Ja. Das könnte er jetzt richtig zu seinen Chancen nutzen. Ja. Was für ein Glücksgefühl. Also erst raus, nicht nur dann doch können, rein. Hartes Training und Talent oder so, sondern auch manchmal einfach Schwein haben. Ich denke Leben. Auch, es gehört mit dazu. Ja, das sind die High-Kicks, die wir von Julian heute schon mehrfach gesehen haben. Ich denke mal, der Julian, der ist sehr fokussiert. Harter Kick. Der geht gleich ein bisschen mehr auf Härte. Der setzt jetzt gleich alles, was er noch hat, rein. Ja, er muss das Geboxe von Nikolai irgendwie stoppen. Also, so ein bisschen unzerstörbaren Eindruck heute gemacht. So heißt es, seinen Kampf gegen Emre, glaube ich, war es. Ja. Hat er sich ein bisschen gestoppt. Schönes Knie perfektes auch. Perfektes Knie, ne? Ein, zwei davon, dann hast du aber ein bisschen Bauchweh. Ja, der Tag morgen, der wird geprägt sein von Ibuprofen und Eisbeuteln. Oh, man darf man nicht vergessen, ne? Der Nikolai hatte nur 66 Kilo auf der Waage. Sind mal fast 6 bis 7 Kilo weniger. Natürlich ein Unterschied. Ah, super. Letzten 10 Sekunden. Hat er noch mal einen rausgehauen? Ja, da hat er noch mal einen gegeben, gegen die Nase. Ne? Das ist halt ein guter. Noch schnell ein Stoßgebet gesprochen und auf geht's in Runde 2. Uff. Oh, sehr gut. Beide extrem konzentriert. Ja, harte Exchanges hier. Nee. Nikolai gibt Vollgas. Jawohl, wieder zwei schöne Knie vom Julian. Schön spitz zum Körper. Und wieder. Ah, er merkt, mit den Knien kann er ein bisschen was anrichten. Ja. Es leuchtet auch schon eine Menge. Ja. Wie die Haut blinkt schon richtig rot auf. Ne? Ja. Ja, wieder Treffer für Nikolai. Geht wieder auf sein Pluskonto. Das Finale, wollen wir mal nicht vergessen, ja. Das ist echt gut. Und wie viel Hochleistung die Jungs da bringen, ne? Beide haben schon 3 Kämpfe, Isaac. Das ist der 3. Kampf. Jawohl. Harte Kicks. Jawohl. Immer wieder die harten Low-Kicks vom Julian. Rechte gerade trifft das Ziel. Jetzt ist Nikolai ein bisschen beeindruckt. Jetzt muss er nachsetzen. Jetzt muss der Julian nachsetzen. Ja. Ja, die Jungs vom Tor-Gym sind laut, ehrlich. Ja. Das war eine richtig starke zweite Runde. So, letzte Runde.
Ja, ob es die letzte wird, wollen wir mal schauen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das könnte sogar noch mal eine Verlängerung geben. Aber ich denke mal, jetzt wird einer den Sack hier zumachen von den beiden Jungs. Ich glaube nicht, dass es über Punkte heute geht. Jetzt muss Nikolai auch nachbuttern hier. Hier, jawohl, Headkick. Jawohl, jetzt geht's hier hat richtig in die los. Ecke, aber Nikolai. Das hat ihn gar nicht eingeschüchtert. Nikolai gibt sofort wieder Konter, ne? Nein, in die Enge getriebenes Tier kämpft er zurück. Wild und verbissen. Oh, sehr stark. Ein Lowkick. Oha, da muss der Julian aufpassen. Highkick von Nikolai. Genau, ich höre schon die Ecke rufen, 1-2 Lowkick. Jawohl. Nur noch eine Minute. Ja, der ist einfach nur ausgerutscht, denke ich mir. Gut geblockt, da kam aber Kutzmieb hinterher. Also es ist gerade so spannend, dass wir gar nicht sprechen können. Die letzten 30 Sekunden laufen. Jetzt müssen wir noch mal eine richtige Explosion sehen, dass wir ein klares Punktergebnis kriegen. Letzten 20 Sekunden. Ja. Die letzten 10. Der Wahnsinn. Sieger 2-1 nach Punkten. Der Kämpfer aus der roten Ecke, Julian Schuh. So, natürlich wollen wir hier auch ein paar Worte von dem Sieger hier hören, der heute hier 3 hervorragende Matches hinter sich gebracht hat. Und ich glaube, ein Kampf war schwerer als das andere, oder? Ja, sehr starke Jungs heute als Gegner gehabt. Haben gut mitgeballert. Aber ich habe mich durchgeschlagen und das Ding gewonnen. Du kamst mit einer riesen Fanbase hier hin, war das heute dein starker Rücken? Ja, das ist der Ruhrpott bei uns. Das ist unser Ruhrpott. Und was mich sympathisch gemacht hat, habe ich immer Schalke, Schalke gehört. Ja. Alles klar, ein Junge aus dem Pott hat heute hier den Pokal gewonnen, so will ich es mal nennen. Herzlichen Glückwunsch an Julian Schuh und ich glaube, wir werden ihn noch öfter sehen hier bei der GMC. Glückwunsch. Ja,